Hallihallo, ihr Lieben da draußen, und herzlich willkommen heute wieder hier beim LS22 Nebels. Und zwar heute hier mit dem Obst Manfred. Ich habe mich jetzt gerade umgezogen, weil es hat nämlich heute Nacht angefangen mit Schneien. Und ich muss euch sagen, die Party gestern. Oh, ich habe hier in der Rabatte gekotzt, auf alle Fälle. Ich habe hier ein bisschen in der Rabatte gespeit. Und also das war schon ein bisschen sehr viel, muss ich mal sagen. So, aber wir rufen mal ganz schnell Nikolas an. Ich will mich nochmal bedanken. Ja, der steht hier. Nikolas, grüß dich! Ja, servus. Mann, hier, Nikolas, ich wollte mich einfach nochmal bei dir bedanken für das Fest gestern. Das war natürlich ein bisschen ausgeufert dann, aber... Also man muss wirklich sagen, es war sehr klasse. Ja, ebenfalls. Ne? Hat mir auch sehr gefallen. Ja, sag mal, du weißt doch, wir sind doch heute Abend, haben wir doch so eine kleine Halloween-Geschichte. So eine kleine Halloween-Party hat die Stadt eingeladen. Ja. Ne? Ja, weißt du das nicht mehr, haben sie doch gestern erzählt. Hab ich wahrscheinlich im Suff nicht mitgekriegt. Eieieiei. Na, hier unten, warte mal, bei Feld Nummer 59 sollen wir so 16, jetzt, warte mal, 19 Uhr sollen wir uns, glaube ich, einfinden oder so. Hä? Ja, kann sein. Da ist irgendwie so eine kleine Geschichte, irgendwie wollen die da machen. Und sollen wir ja alle zahlreich erscheinen. Ja, ich werde mir jetzt erstmal ein paar Wintergerätschaften kaufen, damit ich die ganze Scheiße von meinem Hof da machen kann. Da ist ja jetzt noch mehr Schnee. Ja, ich habe aber nichts hingekippt. Nein, um Gottes Willen, das machst du ja auch nicht, aber... Das ist jetzt... Naja. Ja, ich hoffe mal, also ich bräuchte wirklich noch so einen Kompakttraktor oder so, wirklich so für so kleine Hofarbeiten. Zum Beispiel für sowas, weißt du? Ja, mit klar. Da habe ich schon mal hier so an den, an den 300er Fendt oder so gedacht, weißt du? Ja. 142 PS maximal. Ja, das Ding ist nicht ganz schlecht, ne? Ja, so als kleines Allround-Ding, weißt du? Ja. Mal für Kühe füttern oder für halt so Hofarbeit, so kleine Dinger, ne? Ja, da hast du recht. Das geht schon. Ja, ich muss jetzt hier probieren, dass ich hier den Schnee wegkriege, den Rotz. Das ist ja heute Nacht eine übelste Schneefront gekommen, hä? Ja, immer noch hier, ne? Ja, ich bin ja sturzbesoffen nach Hause. Ich sag dir, ich hab bei mir ja noch in der Rabatte gekotzt. Oh, das war heute früh schwieriges Aufstehen, sag ich dir, mein Lieber. Das sag ich dir. Ja, war aber ein schönes Fest, muss man schon sagen. Jetzt bin ich ja gespannt, was heute Abend hier dingsmäßig passiert. Halloween ist eigentlich überhaupt nicht mein Fest, aber... Naja. Wenn man schon mal eingeladen wird, weißt du, sollte man es vielleicht auch mal mitnutzen. Ja. Den ganzen Scheiß. Naja, na gut, dann will ich dich mal nicht weiter belästigen. Du mach mal dein Zeug, was du machen willst. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich da meinen Hof freischaufel. Ja, das ist. Mach ich auch gerade. Das ist auch noch Schwurz, ne? Ich habe mir jetzt eine Schneefräse bestellt und einen Streuer. Ja. Den hatten die sogar hier noch vorrätig. Okay. Haben sich wohl eingerüstet hier für die Schneefront. Wer hat es gehabt? Ich glaube, die hier ist jetzt, habe ich bei eBay gekauft oder so. Ach so. Ja. Da ist so ein Vertrieb. Okay, Vertrieb. Was ist denn für Vertrieb? Ich glaube, das ist irgend so ein China-Zeug oder so, aber soll sehr gut sein. Ach so. Liegt bei wie Kubota.
Ja, Kubota ist auch nicht schlecht, ne? Hast du da schon mal Erfahrung gesammelt? Ja, ja. Bin ich schon mal gefahren. Echt, ja? Bist du schon mal gefahren? Ja, sehr gut. Echt? Habe ich nun überhaupt noch gar keine Erfahrung gesammelt damit, hä? Na, aber das muss ich lassen. Die Japaner, die können sowas gut mal erbauen. Ja, Technik können die schon, ja, ja. Muss ja nicht heißen, dass alles aus Japan scheiße ist. Nee, das stimmt allerdings. Das können die schon. Da hast du schon recht. Na gut, alles klar, mein Guter. Dann sehen wir uns heute Abend auf alle Fälle. Sollten wir uns jetzt zwischendrin nicht nochmal sehen? Ja. Und dann gehabt dich erstmal wohl. Bis später. Jo, bis später. Jo, ciao, tschüss. So. Da sitze ich auch, ne? Mensch, denn du... Lieben, ich habe ein bisschen was in der Einstellungen rumgeaddelt. Deswegen könnte es manchmal ein kleines bisschen noch haken hier. Wir haben ein anderes Safe Game jetzt. Ja? Und Schnee ist sowieso beim LS nicht so das Beste. So, da können wir ja mal ein kleines bisschen schieben. Nein. Ach nee. Das ist eine Arbeit hier, das sag ich euch. Das ist ja grauenvoll. Seite schieben. So. Wir müssten eigentlich mal einen Rückert anrufen, weil da macht ja hier. Da macht ja hier Schneedienst. Der kann da ja bei mir wenigstens ein bisschen schieben. Auf einen Haufen schieben. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das hier, das ist ja geadelt, was wir hier machen.
Ja, der Obstmanfred, hallo. Manne, du sein haben wollen was. Ja, und zwar, sag mal, machst du noch Winterdienst? Ja, mach ich. Hier, bist bestimmt gerade ausgebucht, hä, ganz schön. Ja, fahr grad so rum, ja. Wieso? Hast du ein Schiebeschild? Ja. Kennst du bei mir auf dem Höfe mal wenigstens die Vorspuren mal kurz ein bisschen schieben? Die Vorspuren? Naja. Ja, warte. Krieg mal hin, es geht ganz schnell. Dreh ich kurz um. Das wäre nicht ganz schlecht. Hab jetzt nur bei der Frau Kohl die Einfahrt ein Stück zugeschoben, macht nix. Ja, warte mal, ich guck mal, ob ich bei mir die Tore auf hab. Da kannst du im Endeffekt vorne einmal reinfahren und hinten wieder raus, weißt du? Ja. Kannst du mir auch irgendwo hinschieben auf dem Haufen, das kann ich dann wegfahren. Ja, hier ist ich komm von Land her nicht drin. Ja, genau, da kannst du gleich reinfahren und könntest mal eine Vorspur hinter zu meinem Haus schieben. Mhm. Vor dem Stall könntest du noch was schieben und hinten einfach wieder raus. Alles klar. Na? Ich bin mal hier im Funk oben, solltest du Fragen haben. Jo. Gut, bis später. Danke dir. Jo. So. Gut. So, dann müsste er uns bestimmt gleich mal kommen. Jemand im Funk? Richard, das ging aber schnell. Ich hab dich gar nicht gesehen. So schnell ging das ja. Nö, siehst doch, wie schnell ich sein kann. Ich bin halt so ein gewöhnter Blitz. Ja, ich hab schon gedacht, jetzt ist auf einmal der Schnee weg. Ja. Eine Scheiße, da hab ich dich auch noch bestellt, weißt du? Nö, ja, ich bin gerade immer hier. Ach, nee. Also, naja, gut, nicht. Aber das ist ja auch nicht ganz schlecht. Das ist ja Bewärmer geworden. Und, ja, das passt ja. So, na gut. Weißt du schon heute Abend, hä? Sollen wir hier. Ist ja. Irgendwie hier Halloween-Feier, hä? Mhm. Naja, müssen wir mal gucken, wie es wird. Ja, gucken wir mal. Genau. So, na gut. Aber das. Lass mal auf, das schreibst du nochmal in WhatsApp rein. Ja, genau, vergisst, ja. Ein Feld 59 war das, glaube ich, hä? Ja, irgendwas hinten. Naja, 59, richtig. Ja, 59. So, na gut, fein. Dann machen wir das einmal so. Ich vor der Weile hier mal den Schnee weg. Den fahre ich natürlich gleich wieder rüber. Oh, ich hasse diese Ausfahrt mittlerweile. Mach so wie ich, ich brauche keine Tore. Was? Mach wie ich, hab einfach keine Tore. Das hab ich vor. Ja, das will ich auch machen. Ich habe ja jemanden, der mir das Tor abkauft. Ne, ist doch gut. Das mit die Tore, das geht mir direkt auf die Eier, das sag ich doch wie... Sag mal, Richard! Hm? Also gestern die Feier beim Nikolas, die war aber auch ganz schön heftig, hä? Ja, das ging gut, nein. Du, ich hab bei mir vorhin noch in der Rabatte gespeit dann am Abend oder in der Nacht. Bist nicht mehr gewöhnt, so viel zu trinken? Oh, nee, wir haben jetzt so lange kein Feierabendbier mehr getrunken. Ja, wir sind ja. Was? Na, wir beten auf jeden Fall. Ja, haben wir lange nicht gemacht. Das war schon ein bisschen. Das war schon ein bisschen krass, muss ich mal sagen. Gestern. Naja, aber mal sehen, wie es jetzt wird hier unten. Ja. Sag mal, wenn man schon mal eingeladen ist, dann kann man einmal mit hingehen, ne? Nö. Willst du das hier vorne beim Graben? Ja. Bester Schneeablagerort der Welt, ja? Hab ich letztes schon gemacht. Ah.
Naja, gut, ich weiß nicht, wenn es die Stadt sieht, ob es da Probleme gibt, aber... Eigentlich nicht. Weil es ja eigentlich bloß gefrorenes Wasser, ja. Ja. Das geht auch gleich wieder ins Wasser rein. Also. Ja, naja, deswegen kipp ich es ja dort runter. Ja, es wird kein. Wohl kein Kläger da, kein Angeklagter. Ja, das glaube ich auch. Bist du jetzt gerade hinter mir? Nö, ich bin gerade woanders. Ach so. So, naja, dann wird es auch schon langsam dunkel wieder. Haben wir ja. Den doch auch fast schon wieder überstanden. Ja. Geht aber schnell langsam hier im Winter. Das geht jetzt, ja, nö, du denkst, das wird gar nicht richtig hell. Nö. So, dann hängen wir mal den Rotz hier ab. Zack, das. So. So, na gut. Gut, ich bin auch schon wieder aus dem Funk raus. Wir sehen uns ja dann sowieso gleich. Ne? Ja. Bis dann gleich. Tschüssi. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns so langsam mal auf den Weg runter. Und ja, meine Lieben, wir machen einen kurzen Cut und sind dann gleich wieder da für euch. Bis gleich. So, meine Lieben, wir sind gleich da. Bin ich auch mal gespannt. Hier gruselt es wohl schon. Eieieiei. Ne, da fahr ich jetzt einfach mal hier hin. Oh, hier hört man sogar schon was. Hui. Ist jetzt die Versammlung hier? So. Moin alle zusammen! Moin! Hey! Hat sich aber die Stadt hier nicht lumpen lassen! Hey, das war ich! Was du? Ja, mit der Kettensäge! Du hast gar nichts! Nee, ich meine hier mit so ein bisschen Halloween und so! Pack mal die Kettensäge weg, meine Güte! Ja, genau! So, jetzt sind die alle da oder wie sind die Sitze? Unbekannt. Glaub nicht. Cool ist noch nicht da. Ach du Scheiße. Oh nö. Kommt die jetzt raus? Es ist pink. Ich geh hinterm Baum. Ja. Ich versteck mich im Mais. Rein. Mach Platz da, ich will in Mais. Geh durch aus dem Weg, mein Gott. Ich muss mich verstecken. Wo müsst ihr euch verstecken? Es ist pink. Weil jetzt die andere Kohle da kommt. Ey, wieso ist denn das hier hell hier unten, ey? Ja. Aber gute Soundeffekte haben sie gemacht hier, muss man schon mal sagen. Oder? Ja. So, was ist denn die mit der Kohle? Kommt die nur zu hier, oder? Die Pfennig geht weiter. Ach du Scheiße. Weg hier! Eieieiei. Oh Gott. Gut, na dann sind wir doch alle da, oder? Hört ihr das? Hallo. Moin. Hört ihr irgendwas? Nö. Was denn? Ja, sehr leise. Jetzt. Für höchstens tote Menschen. Jetzt? Ja, ich höre was. Netto.
So, sind jetzt alle da oder wie sind das? Hallo? Ich glaube nicht, hä? Also ich bin da. Das ist gut. Die reden nicht mit uns, merkst du das? So, na gut, also, wir sind hier mal heute... Wir wurden schon geholt vom Tod. Ja, wahrscheinlich. So, naja, also, ich habe mal so ein bisschen mitgekriegt, die Stadt hat hier so ein kleines Halloween-Dorf aufgebaut. Und, das heißt, wir haben heute hier so eine kleine, naja, so eine kleine Geschichte, so ein bisschen eine kleine Feier, ne, zu Halloween. Und, ja, gibt's da irgendwelche Gruselgeschichten, die ihr erzählen könnt? Habt ihr mal irgendwas Komisches erlebt oder ne? Sag mal, was ist denn mit denen hier hinten? Reden die nicht mit uns oder was ist denn hier los? Keine Ahnung. Irgendwie macht's mir gerade ein bisschen. Vom Dämon befallen. Macht mir gerade Angst. Hört ihr eigentlich Musik hier? Leise, ja. Leise? Mhm. Besser? Ja. Also, da haben die sogar Musik hierher gemacht. So, ihr Zipfelklatscher, was ist denn mit euch jetzt hier? Kommt mir nach vorne. Ja, das haben sie gut gemacht hier. Ja, also passt mal auf. Ich hab hier hinten, hab ich mir was zu trinken mitgebracht. Mal jetzt die Bier-Sing weg, man. Ja, alles Mögliche. Ja. Ich hab jetzt leider keine Mischung mitgebracht, ne? Die kann nur. Der Stefan machen. Die kann nur der Landhandel machen, genau. Söhne, ihr Lieben, dann erzähl doch mal ein bisschen. Das ist kein Landhandel-Mitarbeiter mehr. Ja. Sagt mal, gibt's bei euch irgendwelche Geschichten, die ein bisschen krass sind, oder? Habt ihr nichts so richtiges erlebt, schon mal in Witzdorf? Also, ich könnte ja was erzählen. Ja, ich kenne eine Story. Okay, ne, pass auf, willst du als erstes Nikolas oder ich als erstes? Ja, ich. Du. Da ist noch nur eins dazu. Da zum Kumpel. Ja. Weißt du, was ich dazu sage? Hier, ich hab die Schreckschuss mit. So. Ja. Ja. Da hat so ein komischer Typ mit weißem Bart so komisches weißes Zeug in meine Einfahrt gekippt. Der war mir sehr gruselig. Ich hatte sehr Angst vor ihm. Ist aber jetzt die Frage. Wer ist denn das? Den müssen wir mal rauskriegen, wer das ist. Ja. Dann hau da könnte dir das sein. Ne, pass auf. Und zwar, ich habe wirklich eine Geschichte. Ist mir letztens mal passiert. Und zwar, ihr kennt doch oben hier bei mir, hinterm Hof, ist so eine kleine alte Halle. Und da war ich letztens mit dem Kollegen drin, weil wir hier ein paar Sachen eingelagert haben dort, ne? So, das war aber, weil der von weiter weg kam, das war nachts. Das war so um 2 rum. Und da sind wir dort rein. Und wenn du vorne reingehst, ich weiß nicht, ob ihr in der Halle schon mal wart. Ja, dann hast du ihn... war da schon mal, glaube ich. Ja. Warte, da ist ein ganz langer Gang. Und von dem Gang gehen hüben und drüben Räume weg. Mhm. So, und da gibt es eine einzige Rolltür. Das ist so eine riesengroße, ganz schwere Rolltür. Ne? So, und wir haben die Sachen hinten reingeschafft und es war wie gesagt nachts um 2. Und wir stehen hinten im allerletzten Zimmer und wir hatten überall das Licht angemacht und die Rolltür war offen und alles. Und wir quatschen noch und machen und tun und so. Und als wir noch, also aus unserem Raum rauskommen, war das Licht aus, die Tür zugeschoben. Und vorne der Eingangstür auch zu. So, vorne die Eingangstür war sowieso zu, weil die hatten wir ja zugemacht. Aber die Rolltür und das Fenster und das Licht ausgemacht, das war schon ein bisschen gruselig, muss ich mal sagen. Und 2 Tage später habe ich mein Zeug dort wieder rausgeholt und hab irgendjemand, ist auch ganz laut. Und 2 Tage später habe ich dann vorne der Eingangstür zugemacht, als ich die Sachen wieder rausgeholt habe. Und da war es wie, als wenn hinter der Tür jemand langläuft. Habt ihr das hier schon mal erlebt in Witzdorf?
War, keine Ahnung. Kann sein. Also ich kann war, da jetzt nicht so mitreden. Das war ungefähr so hier. Ja. Das habe ich schon mal gehört, als du auf Toilette warst. Ja. Dann war mal ein bisschen ernst, Junge. Was ist denn mit dir? Ja, nee, also das war eine ganz gruselige Geschichte, weil es war nachts um 2, Geisterzeit, hä? Und wir aber können mal, uns das... Die Geisterzeit ist um 0, das weißt du schon, ne? Eine Geisterzeit ist immer um 2, da bist du falsch informiert, mein kleiner Freund. Und das Ding ist, es kann keiner die Tür zugeschoben haben, normalerweise. Wird der Senil schon? Nee, nichts mit Senil. Renate, wirklich Renate. Um 12 ist Geisterstunde. Ja, eigentlich also, schon, da guck ich jetzt immer ins Dings. Frag mal Dr. Goggle, aber um 12 ist Geisterstunde. Zwischen 0 und 1 Uhr. 1 Uhr ist eigentlich die Geisterstunde. Das ist aber die bei dir zu spät. Aber teilweise auch schon zwischen 23 und 24 Uhr. Also um 2 war keine Geisterstunde. Nee. Es war vielleicht ein Serienmörder, der hatte ich gesehen und hat gedacht, ah, das bringt eh nichts. Drecksau. Drecksau. Du kannst ja nur austeilen. Ja, ja. Sag doch mal, wisst ihr überhaupt, wo Halloween herkommt? Wenn wir hier schon mal so ein bisschen am Halloween-Platz stehen, wisst ihr überhaupt, wo das herkommt? Ey, nee. Wisst ihr was? Die zwei hier hinten, hier, die hier. Die sehen in dem Schatten aus wie Michael Myers, ich weiß auch nicht. Würde ich aufpassen. Ja. Bisschen. Aber du, Manne, ich aber geh da mal fehlt eben die kurz Maske in den Busch pinkeln. Ja, ja. Passt mal auf, Halloween, ne? Benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor dem Hochfest aller Heiligen vom 31. Oktober auf den 1. November. Dieses Brauchtum war ursprünglich vor allem in seiner Zeit katholisch geprägten Irland verbreitet. Also das kommt eigentlich gar nicht aus der USA, wisst ihr das überhaupt? So, und wie ist es in die USA gekommen? Das waren irländische Auswanderer, die nach USA gereist sind und haben den Scheiß mitgenommen. So, und jetzt wollen wir mal gucken, kennt ihr den hier hinten? Die haben es groß gemacht. Die haben es groß gemacht. Guckt mal, kennt ihr den hier hinten? Wo bist du? Du? Na, hier am Haus. Aber das sieht schon gruselig aus, muss ich sagen, was die Stadt hier gemacht hat. Wenn der sich jetzt bewegt, dann bin ich weg. Also das kann man gleich wissen. Da bin ich auch weg. Also nicht zu Hause, weil da hat er mich schon längst gekriegt. Ich bin nicht so schnell. Ja, glaube ich dir. So, na gut, dann machen wir hier mal eine Flasche. Warte mal, was haben wir hier mit Bier? Machen wir mal ein kleines Bier auf. So, warte mal. Ah, so, Und was habt ihr heute den ganzen Tag gemacht? Schnee geschoben? Ja, nicht, ne? Ne, ich kann keinen Schnee schieben. Ich hab nichts da zum Schnee schieben. Okay. Weiß nicht, was meine Mutter hier gemacht hat, aber ist nicht da. Nö. Jetzt weißt du, was die gemacht hat. Nicht. Genau so sieht's aus. Hab ich mir schon gedacht. So sieht's aus. Ja, ja. So ist es. Übrigens, die Wurzeln, ne, von Halloween reichen übrigens bis zum alten keltischen Fest Samhain zurück. Wusstet ihr das? Nee. Ich nehme jetzt auch mal ein Bier. Und übrigens hat auch die Titanic was mit Halloween zu tun, ne? Wusstet ihr das auch schon? Was denn da? Nee, was hat denn ja, die Titanic damit zu tun? Das lese ich euch mal noch ein bisschen vor und dann denke ich, machen wir erst mal unseren Feierabend hier. Von den 6,9 Milliarden Dollar, die in den USA jährlich ausgegeben werden, fließen 2,08 Milliarden Dollar in die Halloween-Süßigkeiten. Und wie viele Süßigkeiten kann man davon kaufen? Fragezeichen. Etwa 600 Millionen Pfund. Was in etwa das Gewicht von 6 Schiffen der Größe der Titanic ausmacht. Schön krass, hä? Ja. So, meine Lieben.
Also, jetzt muss ich ganz kurz erklären. Wir haben natürlich kein riesengroßes Halloween-Special draus gemacht, wie das fast alle machen. Ich habe es euch ja vorhin schon erklärt. Wir konzentrieren uns dieses Jahr eher auf Weihnachten und wollten aber das Halloween so wenigstens ein bisschen mit reinbringen. So ein paar Daten, Fakten, ne? So ein bisschen was zu lernen, ist auch mal ganz gut. Ja, wollten euch auch mal dieses Halloween-DLC und diese Mods hier einfach mal zeigen. Also da gibt's wahnsinnig viel, was man da machen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da und dann geht's ganz normal bei uns weiter. Bis dahin, macht's gut, wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao. Tschüss.